Jahudi, hallo meine Lieben, back from the Urlaub, bin fit genug, dass ich neue Videos mache. Wo ist denn die Torhert? Rund um Cakewalk, jetzt dann auch bald Sona. Außerdem hatten wir ja ein Gewinnspiel zu 1000 Abonnenten und da habe ich zwei Gewinner für euch, die lösen wir dann auf. Und dann gibt es natürlich die ganzen Kommentare, die jetzt... Nein, nicht unbeantwortet blieben, aber unkommentiert blieben. Also eure Fragen. Und heute wird es übrigens besonders nerdig, weil heute geht es auch um einen SysEx-Dump. Hi Andy, gibt es eigentlich schon Infos, was Cakewalk Next kosten wird? Liebe Grüße. Ja, lieber Hans-Martin, Cakewalk Next ist ja der Nachfolger von der jetzigen Bandlab-App, die es für Android, iOS und auch fürs Web gibt. Du meinst wahrscheinlich dann Sona. Und hier gibt es bis dato noch keine... neuen Infos, ich gucke da ja auch täglich, habe jetzt auch während dem Urlaub immer noch geschaut, weil es mir dann selber interessiert, wie es jetzt da weitergeht. Aber bis jetzt gibt es noch nichts Neues. Aber wenn es was Neues gibt, erfahrt ihr es hier. Irgendwie hatte ich die Befürchtung ja schon länger, wobei ich mich auch ehrlich frage, wie Bandlab das konkret umsetzen will. Cakewalk ist ja wirklich mit allem ausgestattet, was man braucht oder auch nicht braucht. Ohne deine Videos, Andy, würde ich immer noch ca. 5% nutzen und mit deinen Supervideos komme ich vielleicht auf 10%. Wenn die aber mehrere Versionen bringen wollen, warum sollte ich dann vielleicht eine abgespeckte Startversion für 80 Euro kaufen, wenn ich die Profi-Version schon auf dem PC habe? Dass da nichts mehr weiterentwickelt wird, wäre für mich persönlich auch kaum relevant, denn ich bin ja noch nicht mal beim jetzigen Umfang auch nur annähernd am Limit. Also erstmal vielen lieben Dank. Es freut mich, dass ich 5% deines Wissens erweitern konnte mit meinen Videos. Wenn es schon das Cakewalk bei Bandlab gibt, das ja eigentlich schon alles drin hat. Also meine Vermutung ist, es gibt dann irgendwelche Goodies dazu, wie es damals bei Sona schon gegeben hat, in Form von Addictive Drums oder irgendeinem anderen Scheiß, den man eventuell hoffentlich brauchen kann. Was mir aber wirklich ein wenig Kopfschmerzen macht, ist die Frage, ob der Installer weiterhin verfügbar sein wird. Man kann das Programm ja nicht komplett runterladen. Doch kannst du, beziehungsweise es wird runtergeladen, wenn du jetzt dieses Cakewalk, also es gibt ja, kommen wir dann aber einen anderen Kommentar dazu, es gibt ja auch die Möglichkeit, dass ich direkt dieses Cakewalk Setup runterlade auf der Cakewalk Seite. Das ist so 1,6 MB große Datei. Und wenn ich die ausführe, werden die Offline-Dateien heruntergeladen und die findet ihr dann auch immer in dem gleichen Ordner. Also beispielsweise, ihr habt dieses Cakewalk Setup-Exe, diese 1,6 MB große im Download-Ordner und führt diese da drin aus, dann findet ihr nach der Installation einen Ordner namens Cakewalk und da sind alle Setup-Dateien drin, die ihr nutzen könnt. Einzige, wo sie uns einen Strich durch die Rechnung machen könnten, ist, wenn sie dann den Aktivierungsprozess abschalten, weil da wäre es dann wirklich blöd. Aber ich gehe mir nicht davon aus, dass sie es machen. Und wie gesagt, nur weil es nicht weiterentwickelt wird, es kann ja schon alles sein. Und brauche ich irgendwelche neuen Features? Na, brauche ich nicht. Also, nee. Kommt jetzt eines zu der Kommentatoren, wo YouTube sagt, die meisten Herzen von dir erhalten haben. Und das ist der Olli. Auch hier jemand, der schon eigentlich fast von Anfang an mit dabei ist. Und Olli schreibt, hab mittlerweile auch mal bei T bestellt. Bin beeindruckt, das war am anderen Tag schon da. Ein AKG Lyra, das mal 249 gekostet hat für unter 100 und ein Qualitäts-Pickup für die Gitarre. Konfetti für Andy, sorry, dass ich das von dir verlinkte Zeugs nicht genommen habe. Ja. Na, also überhaupt kein Problem. Ich bin ja schon happy, wenn ihr bei Thomann bestellt, anstatt beim, ich sage es einfach mal, wie es ist, die meisten bestellen es bei Amazon und ich bin jetzt tatsächlich kein Freund von Amazon. Zum einfach, ich meine, es ist auch alles sehr schnell und die Bestellung ist es alles einerseits super unkompliziert, andererseits geht es mir tatsächlich auf den Sack, dass die Jungs und Mädels da keine Steuern zahlen. Das ist Litz, ja, das mag keiner von uns zahlen, aber wir müssen es zahlen und dann regt mir das tatsächlich auf, wenn eine Firma oder ein Konzern, der so an Reibach macht, sich dann auch noch die Steuern spart. Dann lieber bei Thomann, die sind hier in Deutschland, die zahlen ihre Steuern, der Support ist Zucker und die Preise sind auch konkurrenzfähig. Also da muss ich nicht unbedingt auf Amazon schauen, dass ich dann hier das Ganze günstig kriege. Wieso gibt es für Cakewalk eine Lizenz? Ist es doch nicht kostenlos? Da steht nicht aktiviert. Cakewalk bei Bandlab ist und bleibt kostenlos und der Aktivierungsprozess
muss sein, es ist halt auch eine proprietäre Software und kein Open Source. Und da kann es natürlich sein, dass auch dann die Hersteller sagen so, hey, das möchte ich gern, dass du das aktivierst. Aber die Aktivierung kostet nichts, keine Angst. Du musst dir nur einen kostenlosen Bandlab-Account anlegen und dann, wenn du aufgefordert wirst, es zu aktivieren, klickst du drauf, dann kommst du auf die Login-Seite von Bandlab und wenn du dich da dann einloggst, dann wird die Aktivierung erneuert und du kannst Cakewalk wieder ganz normal hernehmen. Hallo, super Videos. Meine Frage, wie kann ich meine Gesangsspur doppeln? Mit freundlichen Grüßen, Andi. Hallo Andi, hier ist der Andi. Um Gesangsspuren zu doppeln, singst du es einfach zweimal ein. Du machst zwei Spuren und pro Spur singst du dann einen Take ein. Auf keinen Fall einfach die Spur copy-paste, weil da machst du es nur lauter. Ja, diese Doppelung lebt halt davon, von diesen leichten Abweichungen, die du beim zweifachen Einsingen hast, das heißt in der Tonhöhe oder im Timing. Und das macht dann eben diesen Doppelungs- oder Chorus-Effekt. Wenn du jetzt dann sagst, ich mag nicht zweimal einsingen, weil das kriege ich nicht hin oder aus irgendwelchen anderen Gründen, dann nimm einfach, da gibt es kostenlose VSTs, die diesen Doppelungseffekt machen, oder du machst einfach einen Chorus-Effekt drauf, der bei Cakewalk mit dabei ist. Super Video, wie geht das bei einem Gitarre-Cover? Ja, was? Da, also solche Kommentare, da brauche ich mehr Kontext, Leute. Worum geht's? Geht's um die Mikrofonposition? Geht's darum, wie man Gitarre spielt? Geht's darum, wie man Gesang aufnimmt? Geht's darum, wie man singen lernt? Geht's, oder möchtest du irgendwo eine Karaoke-Version herkriegen? Hallo, ich habe eine Frage. Wenn ich eine Vocalspur aufnehme, ist meine Stimme versetzt. Ich meine, ich nehme bei Sekunde 10 zum Beispiel auf und wenn ich es abspiele, dann fängt der Gesang erst bei Sekunde 12 an und ist somit nicht im Takt. Kannst du weiterhelfen, bitte? Ja, kann ich. Und das Problem, was du hast, wir haben uns ja schon ein bisschen weit unterhalten, du hast ja so ein USB-Mikro, aber nichtsdestotrotz, wenn das bei euch passiert und genau das Gleiche ist auch hier, wie ich es beim User hab, keine Ahnung, ist egal. Der hat das Problem, dass das nach dem Aufnehmen wie eine Piepsstimme klingt. Und bei beiden hast du den gleichen Fehler. Die Sampling Rate vom Audio Interface unterscheidet sich von der Sampling Rate innerhalb von Cakewalk. Wenn es jetzt aber zum Beispiel dann so ist, dass Cakewalk mit 48 kHz läuft, dein Audio-Interface, Soundkarte oder das USB-Mikro aber mit 44,1 kHz, der eine spricht halt schneller und der andere empfängt langsamer oder umgekehrt. Und deswegen kann es entweder dann passieren, dass es an einer anderen Position startet oder dass es dann wie eine Mickey Maus klingt. Einfach hier nochmal RTFM, wie du die richtige Sampling Rate einstellen kannst. Ansonsten könnt ihr auch immer über unsere Homepage laubein.de einen Termin mit mir buchen und dann können wir das online fixen. Ich kenne eine neue Methode, official von Bandlab, gibt's neuerdings den Cakewalk Setup und damit geht's schneller. Richtig, da habe ich auch schon mal drüber berichtet, du kannst es entweder über den Bandlab Installer machen oder über die Bandlab App oder du nutzt einfach den Cakewalk Installer, gibt's direkt beides auf der Homepage zum Downloaden. Weiß nicht, ob ich die Frage als Kommentar einstellen kann. Doch, kannst du. Ist Cakewalk in der Lage, SysX-Dumps von einem Keyboard aufzunehmen? Ich finde zwar in den Voreinstellungen Checkboxen für SysX, aber ich finde keine SysX-Ansicht. Das wird nur für Sonar beschrieben. Hat da jemand für mich einen Tipp? Liebe Grüße, Konstantin. Ja, lieber Konstantin, doch, das geht. Und da habe ich ja auch selber wieder was lernen können. Normalerweise ist unter Ansicht die SysX-Ansicht. Wenn die nicht da ist, dann musst du erst deinen Arbeitsbereich vom Basic auf Advanced umstellen und dann ist es hier. Mussten wir auch beide erst rausfinden, somit habe ich auch wieder was lernen können. Und wenn du das hast, gehst du folgendermaßen vor. Erstens machst du ein neues Projekt auf oder nimmst dein vorhandenes Projekt. Als zweites fügst du eine neue Minispur ein. Als drittes tust du natürlich Ein- und Ausgang richtig zuordnen. Dann machst du als viertens das SysX-Fenster auf. Das machst du unter Ansicht SysX bzw. Umschalt Alt 7. Dann wählst du die Bank aus, wo es drin gespeichert werden soll. In dem Fall nehmen wir mal Bank 0. Dann im Menü darüber, Datei, Empfang. Und jetzt steht hier, dass man den SysX-Dump am Instrument starten soll. Und da wählen wir jetzt OK. Und jetzt wartet Cakewalk auf den Dump, also den am Synthi oder Keyboard oder je nachdem, welches MIDI-Gerät du hast, dann ausführen. Und nachdem der Dump gesendet wurde, klicken wir hier auf Fertig. Und jetzt hast du den in
Bank 0 drin. Und wenn du den jetzt im Projekt verwenden möchtest, in einer MIDI-Spur, dann gehst du am besten zur Eventliste und in der Eventliste fügst du ein neues Event ein. Stellst du auf 1, also ganz an den Anfang. Und dann wählst du hier bei Typ SysX Bank aus, kannst als Wert dann Bank 0 nehmen. Und dann wird jedes Mal beim Start vom Projekt dieser Dump an dein MIDI-Gerät gesendet. Total cool. Ich hab ja schon ewig nicht mehr gehört. Ich habe das mit meinem Yamaha Tyrus immer gehört, dass ich das SysX Dump senden und empfangen habe müssen. Ist schon eine Zeit her. Aber cool, dass es ein Like gibt, dass du was machen. Oder machen müssen. Hi Andi, zu den VST-Plugins. Ich habe da so Teile rumstehen, die haben eine Taille wie ich. In der Mitte ein Loch. Eventuell hat da wer reingeschossen. Eventuell hat da ja... Herrschaft, das ist nicht lustig. Eventuell hat da wer reingeschossen. Dann sind da so 6 Schnüll drüber gespannt, wie auf meinem Eierschneider. Wenn ich darauf herumzupf, kommen recht schöne Töne raus. Ergo, wozu ein Plugin? Die Moral von der Geschichte. Leute, lernt Instrumente. Auf die nächsten 9000. Liebe Grüße. Liebe Judy, ich sag erstmal vielen Dank für die lieben Grüße. Liebe Grüße gehen natürlich zurück an dich nach Wien. Klar, ist natürlich immer gut, wenn ich ein Instrument selber spielen kann. Aber natürlich muss man dann auch wieder schauen, wo sind so meine eigenen Grenzen. Ich zum Beispiel kann nicht Cello spielen. Ich brauche aber in manchen Projekten ein Cello. Da musst du erst jemanden kennen, der Cello spielen kann. Und den musst du auch mal leisten können. Weil wenn ich jetzt mal schaue, dann so ein Plugin, so ein VST-Plugin, kostet mir jetzt, wenn ich es einzeln kaufe, vielleicht mal 100 Euro. Es ist kostenmäßig überschaubar. Da kommen jetzt auch wieder Streiten. Natürlich sind es Musiker, die hier Geld verdienen möchten. So schlimm es auch klingt, das Ganze wandelt sich im Laufe der Zeit. Die Technik wird immer besser. AI wird immer besser. Jetzt muss ich so ein VST-Plugin noch selber programmieren, damit es einigermaßen realistisch klingt. Das wird in ein paar Jahren auch nicht mehr der Fall sein. Da sage ich dem wahrscheinlich einfach die Akkordfolge und jetzt zaubert man was dazu. Also das Plugin. Im Endeffekt wird sich darauf herauslaufen, ein Instrument, wenn ich es spielen will, dann muss ich es lernen, aber dann werde ich es wahrscheinlich nicht aus beruflichen Gründen wählen, sondern weil es mal Spaß macht. Das wird für mich auch als Produzent schwer werden. Ja, in nicht allzu ferner Zukunft muss ich keine Ahnung von Musik haben, da muss ich auch keine Ahnung von irgendwelchen Musiktheorien haben. Oder auch irgendein Instrument spielen können. Herrschaft, ich muss nicht einmal mehr Singer können. Ach, ich möchte unbedingt jetzt Künstler oder Sänger werden. So, singt seine völlig falschen Töne über sein iPhone und sagt dann der AI, hey, mach mal einen coolen Song dazu oder einen coolen Background-Musik dazu. So, auf das wird es rauslaufen, dass dann quasi Hinz und Kunz Musik machen können und auch diese dann qualitativ nicht mehr von den professionellen Musikern unterscheidbar sind. So in 10 Jahren wird es dann wahrscheinlich wirklich so sein, dass man dann jemanden mit großen Augen anschaut, wie du kannst echt Gitarre spielen. Hey Andi, ganz großes Glückwunsch zu den 1K. Ich verfolge deinen Channel jetzt schon länger und du hast mir schon ein paar Mal richtig gut geholfen. Teils mit gut vermittelten Inhalten, teils mit direkter Antwort auf Fragen. Mach in jedem Fall weiter so. Definitiv ein geiles Studio, bin direkt mal neidisch. Da brauche ich noch ein bisschen, um dahin zu kommen. Aber ich gebe nicht auf. Liebe Grüße aus Hannover, Stefan. Stefan, vielen lieben Dank. Freut mich, wenn dir das Studio gefällt. Ist vor alles in, muss man sagen, das meiste hat hier der Daniel gemacht. Der ist handwerklich so viel begabter als meine Wenigkeit. Ich kann gut Schraubenzieher halten. Aber das war's dann schon. Also vielen Dank, es freut mich, dass es gefällt. Übrigens, wenn ihr mal Bock habt, seid in der Nähe in Landshut oder Rottenburg in der Lava, dann schreibt's mir dann oder ruft's an. Wir haben ja alle Kontaktmöglichkeiten auf unserer Homepage. Kommt's vorbei auf den Kaffee. Ich freue mich immer und ich versuche dann auch wirklich die Zeit dafür zu nehmen. Ich bin ja entsetzt, dass ich es nur einmal in die Kommentarleiste geschafft habe. 8,9% und ich habe es von Anfang an prophezeit. Andi, mach weiter so und jetzt peilen wir mal die 10K an. Küsschen aufs Nüsschen. Ja, stimmt, hast du mir prophezeit? Ich glaube, es war ein Coco 8, da haben wir da schon drüber gesprochen. Auf jeden Fall schön, dass ihr alle damit dabei seid. Ich muss echt sagen, ich bin so stolz auf den Kanal. Ich glaube, das gibt noch dieses Jahr wesentlich mehr Abos. Das Studio sieht echt toll und vor allem gemütlich aus. Das kann nicht jedes Studio von sich behaupten. Die meisten, in denen ich so war, waren echt recht kühl und spartanisch von der Atmosphäre.
von Andi zu Andi. Du bist mein Lieblings-Andi. Auf die nächsten 1000 Subs. Deine Videos sind immer ein Highlight und gönn dir deine wohlverdiente Pause. Ja, lieber Megan Senpai, so von Andi zu Andi, vielen lieben Dank. Jetzt kommen wir aber zum Gewinnspiel. Ich hab's ja für euch ausgelost. Alle, die mitgemacht haben und die richtige Nummer 10, also es waren 10 Kommentare eingeblendet und die es richtig waren, die habe ich in einen Randomizer geschmissen und da kommt Folgendes raus. Das T-Shirt bekommt der liebe Olli. Schreib mir eine E-Mail, welche Größe du gern hättest und an welche Adresse ich das dann schicken kann und darf. Und wenn es geht, hätte ich gern ein Foto davon. Aber nur wenn es geht. Und das Melodyne Essential, das kriegt der liebe Robby. Herzlichen Glückwunsch zu euren Preisen. Auch für dich, Robby, schreib mir doch bitte eine E-Mail. Dann kann ich dir dann die Seriennummer zuschicken und die kannst du dann ganz einfach über Celemony oder über Melodyne dann aktivieren. Somit von mir herzlichen Glückwunsch zu euren Preisen. Nächste Woche machen wir dann ein neues Video und da geht es um meine Lieblings-Plugins in Cakewalk. Das gibt es dann hier, ansonsten dabei ein anderes Video und hier gibt es wieder ein Video zum Chillen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und Wussi aufs Bauchi Berli und Servus!